Schu. Und da saß dann ein Mönch mit einer Thermoskanne voller Buttertee und zwei Tassen vor sich und lud uns zum Tee ein. Und als ich ihm in die Augen schaute, da wusste ich, das, was ich da in seinen Augen sah, war genau das, weshalb ich nach Indien geflogen bin. Eine Hochzeit hatte ich mir nie romantischer vorgestellt. Es hat ja alles gestimmt. Also oben in einer romantischen Hütte mit einem verknallten Mönch zusammen. Fragen, was er alles erfüllen muss, um eingebürgert werden zu können. Ja, wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Und woher kommen Sie, aus welchem Land? Tibet. Tibet, ja, das ist ja interessant. 40 Jahre.